40 Jahre ist es her seit New York, seit Christopher hier das erste Mal so wirklich auf die Straße gegangen ist. Kann er heute noch ein Vorbild sein? Naja, Vorbild, ich meine, so, ich würde fast sagen, so wie die jede Religion ihre Heiligen hat und ihre Ikonen hat, so sind diese Leute, die damals das also gemacht haben, damals zum ersten Mal gegen eine Polizeirazzia wirklich also tatkräftig protestiert haben und auch dafür bestraft worden sind, das sind eigentlich genau genommen, müssten unsere Heiligen sein, wenn man jetzt diesen Begriff unbedingt haben will. Schönes Schlusswort, und wir suchen die Heiligen des heutigen Tages. Schauen wir mal, wie heilig die sind. Und wenn man weiß, dass Engel Heiligen ganz ähnliche Geschöpfe sind, so hat man hier nicht wirklich lange suchen müssen, um solche süßen Gottesgeschöpfe zu finden. Hallo, ich bin der Roland, das ist das AIDS-Hilfehaus Wien, www.aids.at. Es geht um Schutz. Allerdings war dieses Präservativ dann bei einem weiteren Engelsangriff für unsere Kamera doch ein wenig zu klein. AIDS-Hilfe, bei der Regenbogenparade ein wichtiges Thema. AIDS ist immer ein wichtiges Thema. 99% aller HIV-Positiven sind heterosexuell. Trotzdem sind es, glaube ich, die Schwulen, die sich um die Sorgen machen. Danke. Einer, der sich auch jedes Jahr hier für die Rechte von homosexuell liebenden Menschen einsetzt, ist Alfons Haider. Er selbst hat erlebt, was es heißt, mit Vorurteilen und Intoleranz konfrontiert zu sein. Zuerst haben wir gerade gesagt, was wäre so eine Regenbogenparade ohne Günter Dohle, bitte ja nicht vergleichen, aber was wäre eine Regenbogenparade ohne Alfons Haider? Übrigens, er ist der viel bessere Moderator. Ich finde es heute geil, Regenbogenparade in Wien, und das ist ein wahnsinniges Zeichen für die Regierung, nämlich für Josef Bröller und Kanzler Faymann, endlich eine Gleichstellung zu machen. Mehr als 200.000 Menschen gehen durch Wien, zeigen in Frieden, dass alle zusammengehören und dass die Liebe das Wichtigste ist. Also, gebt euch einen Stoß, Burschen. Gleichstellung für alle. Regenbogenparade 2009. Ciao. Na bitte, geht ja, danke für diese Wortspende. Aber nicht nur Prominente leisten hier durch ihr Engagement einen wichtigen Beitrag, auch vielen anderen gebührt Anerkennung, ob als Organisatoren, Ordnungskräfte oder als Notärzte leisten sie einen wichtigen Beitrag für ein gutes und friedliches Gelingen dieser wohl buntesten Demonstration des Landes. Sind ja da wunderschöne Menschen, wunderschöne Männer und wunderschöne Frauen. Die Hoffnung lebt natürlich, dass man bei so einem Event den schönsten Patienten des Jahres abgattert, oder? Bitte schreit es aus. Was soll der arme Kerl auf sowas sagen? Er muss professionell bleiben. In dem Sinne einen schönen Dienst. Okay. Einen auch genauso wichtigen Dienst haben hier natürlich alle Leute der Versorgung. So wie dieser junge Mann mit dem hoffentlich nicht gestohlenen Einkaufswagen. Wir können aber ruhig weitergehen, weil wir wollen ja den Versorgungsfluss Alles klar, okay. Naja, grundsätzlich mal das Gängigste natürlich Bier und Eis auf Eis. Uiuiui, Werbung, bitte kurz weghören. Eistee okay. Und Sprinkeln und ohne. Ich verstehe. Jetzt bist du natürlich im Klaren, dass du der schönste Verkäufer hier heute auf der Regenbogenparade bist. Ach, ehrlich. Muss man ja selbst überzeugt sein. Wer hat dich da engagiert? Ich arbeite grundsätzlich für diesen Truck da vorne. Ein Freund hat mich informiert über das und wir arbeiten für. Bitteschön. Also, er zeigt uns zwar seinen entzückenden Hintern, aber lesen können wir es nicht. Ich werde mir dafür da ein Mineralwasser jetzt von dir abkaufen. Ja. Und ich würde sagen, da werden wir jetzt einmal vielleicht anstoßen miteinander. Prost, noch einen schönen. Entlang der Regenbogenparade trifft Mann, Frau natürlich auch viele Bekannte und Freunde, und da kann ein kleines Tratschern schon recht freuen. Kein Entkommen, grüß euch Mädels. Grüß dich. Also das sind jetzt da ganz, ganz wunderschöne Damen. Sie sind ja nicht unbekannt, ich brauche sie nicht vorstellen. Wer sie nicht kennen sollte, im Insert, da unten steht es geschrieben. Wie geht's euch? Vielen Dank. Gut, Dankeschön, super. Es ist ein bisschen heiß. Ja, ich bin gerade von dem schönsten Getränkeverkäufer der Regenbogenparade nass gemacht worden, aber mit Wasser. Das gefällt dir doch, oder? Ja. Es ist ja immer so, wenn homosexuell empfindende Menschen, transsexuell empfindende Menschen feiern,
dann hat es oft einen sehr ernsten Hintergrund, aber es hat natürlich dann zur Folge, dass es eine Riesenparty wird. Naja, ich meine, sehr viele Homosexuelle verwechseln das oft eigentlich, was eigentlich die Parade, Regenbogenparade oder beziehungsweise der CSD darstellen soll, ja. Ich finde es nur sehr schade, dass die wenigsten es wissen, ja. Also, wie gesagt, also ich weiß es. Es soll eine Party sein, aber es soll eine Party zur Gleichberechtigung und zur Gleichstellung sein. Und da sollen alle mit dran. Schwule, Hetero, Lesben, Transgender, alle, die sich dazugehörig fühlen, die sich gerne mit Party umgeben, ja, die sind immer gerne willkommen. Und wir Schwulen und Transgender feiern gerne. Ja? Und da laden wir natürlich gerade auf diese Parade alle ein. Ja, also das ist der letzte LKW der Regenbogenparade 2009 in Wien. Aber nichtsdestotrotz, die Party, die geht erst so richtig los. Und zwar am Schwarzenbergplatz. Und da laufen wir jetzt einmal hin. Manchmal kann ich mich dann selbst über meine Energie wundern, aber die Celebration am Schwarzenbergplatz als glänzender Schlusspunkt der Parade und Auftakt zu einer langen Partynacht weckt bei so manchen Teilnehmer ungeahnte Energie. Einen der prominentesten hier heute bei der Regenbogenparade ist der Teufel persönlich. Sehr nett schaut es aus. Wie lange hast du gebraucht, um das Outfit so hinzukriegen? Es ist relativ schnell gegangen. Ich habe zum Glück auch Arbeitskollegen gehabt, die was mir bei dem Outfit geholfen hat. Jetzt ist es ja so, dass hier die Party in Kürze beginnen wird. Wie schaut eigentlich die Abendplanung bei dir aus? Also lass mich mal überraschen, was heute alles auf mich zukommt. Ich werde mal einfach losgehen und schauen, was es hier gibt. Wir haben jetzt was vorbereitet für unsere Sendung. Du bist ja jemand, den ich fast jedes Jahr hier interview. Und wir haben ins Archiv geschaut und es gibt jetzt eine kleine Zuspielung. Wahnsinn toll, also geile Stimmung, ein Wahnsinn, die Leute, also echt genial. Parade ist einfach Gleichberechtigung für alle, für Schwule, für Lesben, dass man so akzeptiert wird, wie man ist. Am Schwarzenbergplatz, die hat jetzt voll begonnen und die Stimmung ist ziemlich warm. Was geht heute noch ab? Party. Könnt ihr euch jetzt anschließen, ihr habt geheiratet vor kurzem? Ja, am Donnerstag haben wir geheiratet. Genau. Also dann Gratulation. Das heißt, ihr seid jetzt in den Flitterwochen hier bei der Regenbogenparade. Sie sehen, da werden Menschen glücklich. Bleibt mir nur noch, mich mit den folgenden Bildern der Celebration am Schwarzenbergplatz bei Ihnen in meinem wohlverdienten Feierabend und damit in eine sommerlich warme Nacht zu verabschieden. Ja, nein, es geht gar nicht. Schnitt. Hier am Schweden. Ist noch nicht schön, Herder. Wir sind ernste Menschen hier am Schwarzenbergplatz. Jetzt alte Bekannte. Das ist einer der schönsten Teufel, den man sich vorstellen kann. Und einen, den ich glaube ich jedes Jahr auf der Regenbogenparade noch interviewt habe, obwohl du eigentlich gar nicht prominent bist. Das ist richtig, ja. Ja, okay. Aber noch mehr, machen wir ein. Okay.